Also so wie es Internet heutzutage ist, hoffe ich nicht, dass es bleiben wird. Wo wir halt gelandet sind über die letzten 10, 20 Jahre, ist ein Netz mit zentralisierten, sehr mächtigen Firmen. Und ein Grund dafür ist die Art und Weise, wie wir die technische Architektur entwickelt haben. Also die Tatsache, dass im Hintergrund Server sitzen, über die die User letztendlich bedient werden. Und was wir versuchen zu tun, ist eine neue Menge an Technologien zu entwickeln, die erlauben, das Internet grundlegend anders aufzubauen, sodass alle Nutzer letztendlich gleichberechtigt sind und miteinander interagieren können. Ein großes Element für das Neuerfinden ist tatsächlich die Tatsache, dass es Open Source entwickelt wird. Das heißt, jeder, der besser verstehen will, was die Software eigentlich tut, kann den gesamten Source Code lesen, kann also lesen und auch darüber hinaus beitragen und die Software verbessern. Im Gegensatz dazu, viel Software, die in den letzten 20 Jahren produziert wurde, so in der Hochzeit von Microsoft, war alles Closed Source. Niemand konnte richtig sehen, was da im Hintergrund passiert ist. Und ein zentraler Faktor, um das Internet besser, sicherer zu machen, ist es letztendlich in diesem Sinne Open Source und in einer größeren Community zu entwickeln, dass auch mehr Entwickler einfach auf den Source Code draufschauen können, sehen können, wo es Probleme gibt, sehen, ob tatsächlich das, was die Anbieter behaupten, auch das ist, was der Source Code tut. Ein Ziel, das wir haben derzeit, ist eben neue Technologien zu entwickeln, um das Internet sicherer und dezentraler zu machen. Viele Leute haben wahrscheinlich heutzutage schon von Blockchain gehört. Das ist ein zentraler Bestandteil dieses, was man nennt, einen Technologie-Stack. Blockchain ist sozusagen das, was die Business-Logik abbilden wird, also ersetzen wird, was heute einfach kodifiziert ist auf Servern, die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren. Es gibt weitere Protokolle, sogenannte Peer-to-Peer-Protokolle, also die Art und Weise, dass Information nicht mehr über einen Server ausgetauscht wird, sondern direkt zwischen den Nutzern im Internet. Und das sind Technologien, die wir in unserer Firma Parity entwickeln. Parity haben wir gegründet vor etwas mehr als anderthalb Jahren. Zuvor, meine Mitgründer waren im Ethereum-Projekt beschäftigt. Ethereum war eine große Weiterentwicklung nach Bitcoin, eigentlich die erste große Innovation, nachdem das Bitcoin-Protokoll vor 8, 9 Jahren entwickelt worden war. Und hatte eben zu dem Ziel, nicht nur Finanztransaktionen zu ermöglichen, sondern ganz beliebige Transaktionen zwischen Nutzern, für die es keinen Mittelsmann mehr im Hintergrund brauchte. Obwohl Digitalisierung viele, viele Prozesse verändert hat, also Digitalisierung hat bedeutet, wir führen nicht mehr Buchhaltung auf Papier, sondern heutzutage eben gibt es die Datenbanken, das Überprüfen, woher eine Nachricht kommt oder ob die authentisch ist, was wir früher mit normalen Unterschriften gemacht haben, ist heutzutage digitalisiert mit Kryptographie. Und früher die Rechnung, die ausgeführt wurde mit dem Abakus, macht heute irgendwie der Silicon Chip. Da hat sich viel verändert, aber das Fundamentale, was sich nicht verändert hat, ist letztendlich diese Autorität, die diese Organisationen haben, darüber zu entscheiden und zu managen, wem was gehört. Und das ist das, was Blockchain automatisiert hat. Blockchain ist sozusagen die automatisch ausgeführten Regeln, über die sonst diese Organisationen, die Institutionen wachen, dass diese tatsächlich auch eingehalten werden. Und das ist ein sehr fundamentaler Prozess, den die Organisationen, Institutionen übernehmen. Und aufgrund dieser Tatsache, weil das jetzt nun automatisiert werden kann durch Technologie, glauben wir, dass Blockchain Gesellschaft sehr, sehr stark verändern kann. Wenn wir erklären, was Bitcoin und Ethereum sind, benutzen wir oftmals die folgende Analogie. Bitcoin ist wie ein Taschenrechner, Ethereum ist wie ein Smartphone. Bitcoin erlaubt einem eben einfache Transaktionen zu machen, Geld hin und her zu schicken. Auf Ethereum kann man im Prinzip beliebige Applikationen bauen. Ethereum ganz am Anfang war einfach ein ganz loser Zusammenschluss von Entwicklern, die diese Idee spannend fanden und versucht haben, genau diese Idee umzusetzen in der Plattform. Und es war faszinierend zu sehen, wie viele Leute durch diese Ideen und auch durch die Tatsache, dass so viele sehr, sehr intelligente Menschen angezogen wurden, auch inspiriert wurden, da mitzumachen. Es war ziemlich beeindruckend, aus wie vielen Ländern Anfragen kamen, und wie einfach sehr konstruktiv gemeinsam zusammengearbeitet wurde
um dieses Projekt wirklich eine Realität werden zu lassen. Die meisten unserer Entwickler oder eigentlich alle sind sehr stark getrieben durch das große Ziel, was wir halt verfolgen, eben dieses Internet wieder dezentral zu machen, eigentlich dahin zu bringen, wo es hätte sein sollen und nicht, wo wir heute stehen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, in so einem Umfeld zu arbeiten. Also selbst wenn wir kein gemeinnütziger Verein sind, sondern eine kommerzielle Firma, das Team hat einen sehr starken, eine sehr starke Vision und möchte einfach die Dinge fixen, die wir heute als Probleme im Internet haben. In den letzten 2 bis 3 Jahren hat man bereits gesehen, dass Blockchain ein großes Potenzial hat, Dinge zu verändern. Also insbesondere die Welle von ICOs. Das ist eine Art und Weise, Crowdfunding zu machen, bei der Blockchains fundamental ausgenutzt werden, zeigt, dass es ein großes Potenzial gibt für Blockchain, die Art und Weise zu verändern, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten. Was früher eben durch Mittelsmänner vermittelt wurde, kann jetzt mit Technologie direkt und viel, viel einfacher umgesetzt werden. Das ist ein Punkt. Allerdings hat das auch gezeigt, dass wir an vielen, vielen Stellen an der Technologie noch Sachen verändern müssen. Und das sind Sachen, an denen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren arbeiten werden. Und so lange wird es, glaube ich, auch noch dauern, bis tatsächlich Blockchain und ähnliche Technologien tatsächlich Mainstream werden, tatsächlich in einer großen Art und Weise von Leuten genutzt werden und wir die entsprechenden Modelle, was früher jetzt Facebook war und als großes Projekt bekannt wurde, eben auch im Blockchain-Bereich sehen werden. Also diese großskaligen Consumer-Applikationen ist was, auf das wir wahrscheinlich noch etwa 3 bis 5 Jahre warten müssen. Blockchain heutzutage ist bereits sehr mächtig, aber hat immer noch einige Probleme, die beheben werden müssen. Also die Anzahl von Transaktionen ist sehr limitiert. Gewisse Art und Weise, wie man Privatsphäre tatsächlich garantieren kann, ist nur sehr eingeschränkt möglich. Bestimmte Arten von Permissioning, also die Art, wer überhaupt das System nutzen kann, auf welcher Ebene, das sind so Probleme, an denen wir arbeiten. Im Moment sind wir dabei, eine neue Plattform zu entwickeln, eine neue Blockchain, das nennt sich nicht Polkadot und wird mehrere Blockchains miteinander vernetzen können. Also das ist ein weiteres Problem, was derzeit besteht. Also es gibt zwar dieses Ethereum-Netzwerk und Bitcoin, aber laufen die im Moment nur nebeneinander. Und tatsächlich dieses Internet der Blockchains eine Realität werden zu lassen, braucht es ein weiteres Protokoll, das diese alle vernetzt. Und das ist was, an dem wir im Moment arbeiten.